Die Kuppel öffnet sich und gibt den Blick auf neue, bislang unerforschte Welten frei. Der Vorstoß ins Neuland der Erkenntnis hat den Menschen schon immer fasziniert. Wissenschaftler haben diese Faszination zu ihrem Beruf gemacht. Die Förderung der Grundlagenforschung in allen Wissenschaftsbereichen ist die wichtigste Aufgabe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Damit trägt die DFG zur Sicherung der Zukunft dieses Landes bei. Denn Investitionen in die Forschung sind Investitionen in die Zukunft. Grundlagenforschung braucht Zeit, Geld und das Wichtigste, Freiheit. Nur so kann sie langfristig erfolgreich sein. Die DFG schafft für qualifizierte Wissenschaftler diese drei Voraussetzungen. Dank der jährlichen Zuwendungen von knapp 2 Milliarden Mark, die Bund und Länder der Wissenschaft in freier Selbstverwaltung überlassen. Ein in dieser Art weltweit einzigartiges System. Die Geschäftsstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Bonn. Hier werden jährlich Zehntausende von Anträgen auf Forschungsförderung eingereicht, von der Reisebeihilfe bis zum disziplinübergreifend langjährig geplanten Sonderforschungsbereich. Die Förderung verteilt sich auf alle Wissenschaftsgebiete, wobei die Biologie und Medizin mit gut 35% derzeit den größten Anteil halten. Ein Beispiel. Pflanzliche Samen sind Gegenstand der Forschung in allen Abteilungen des Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gartersleben unweit von Quedlinburg. An diesem Institut, schon seit den 50er Jahren ein Zentrum der Pflanzenzucht und Pflanzenforschung, fördert die DFG 37 Projekte mit 250.000 Mark. In großen Treibhäusern wie auch auf den Versuchsfeldern werden hier Tausende von Pflanzenarten angebaut und kultiviert, das Ausgangsmaterial für die Forschung. Der Vergleichsanbau von einjährigen Kulturen ermöglicht die Bestimmung der genetischen Vielfalt der einzelnen Arten. Während sich der Mensch in prähistorischer Zeit von 1500 verschiedenen Pflanzenarten ernähren konnte, sind es heute weniger als 12 Arten, die 90% der Ernährung gewährleisten. In Gartersleben versucht man, die Vielfalt der genetischen Ressourcen zu erhalten. 1992 wurde das Institut um den Zweig der Zierpflanzenforschung erweitert. Hier befindet sich eine der ältesten und vielfältigsten Nutzpflanzensammlungen der Welt. Diese sogenannte Genbank enthält mit allen Außenstellen rund 100.000 Muster von Pflanzensamen. Das Material steht international für wissenschaftliche Untersuchungen und für die Züchtung zur Verfügung. Außerdem wird durch die Einlagerung von Samen gefährdeter Pflanzenarten deren Aussterben verhindert. Im Samenkühlhaus werden 60.000 verschiedene Sorten aufbewahrt, hier allein Dutzende von Sojabohnensamen. Das Besondere am Gartenslebender Institut ist die Kombination von Pflanzenzucht und moderner Zell- und molekularbiologischer Grundlagenforschung. Hier werden Zuckerrohrstecklinge in ein steriles Nährmedium eingeführt. Bei diesen kleinen Setzlingen wurde aus dem unbefruchteten Ei die neue Pflanze gezogen, das Erbgut mit einfachem Chromosomensatz artrein erhalten. Die sterile Kultivierung im Reagenzglas schafft die Grundlage für weitere Untersuchungen des pflanzlichen Stoffwechsels. L1, ein Genlabor für Pflanzen, niedrigste Sicherheitsstufe. Hier werden transgene Pflanzen gezüchtet. Die Tabakblütenstände tragen Schutzhüllen. Befruchtung erfolgt hier unter vom Menschen gesteuerten und kontrollierten Bedingungen. Transgen heißt,
Der Pflanze wird ein fremdes Gen eingesetzt. Ziele sind zum Beispiel Widerstandskraft gegen Krankheiten und höhere Erträge. Die grüne Biotechnologie gilt als eine der wichtigsten Zukunftstechnologien in Deutschland. Wie funktioniert eine Organisation, die so viel Geld in die Forschung steckt? Die Fachausschüsse setzen sich aus den gewählten Fachgutachtern zusammen. Diese ehrenamtlich tätigen Gutachter legen die eigentliche Grundlage für alle Entscheidungen der DFG und sie bilden zugleich deren demokratisches Rückgrat. Alle 4 Jahre werden sie für jedes der 180 Fachgebiete gewählt. Wahlberechtigt sind alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des entsprechenden Gebiets. Die Wahlunterlagen werden nach Bonn geschickt und dort in der Geschäftsstelle ausgezählt. Bei den ersten gesamtdeutschen Fachgutachterwahlen wurden 508 Gutachter für die 180 Fachgebiete gewählt. Jeder Antrag an die DFG wird zunächst 2 Fachgutachtern, in besonderen Fällen auch Sondergutachtern und dann dem Fachausschussvorsitzenden zugeleitet. Damit entscheiden alle Wissenschaftler eines bestimmten Arbeitsgebietes über die Verwendung der Mittel. Maßgeblich für das Votum ist die wissenschaftliche Qualität des Vorhabens. In der DFG-Geschäftsstelle in Bonn mit ihren mehr als 600 Mitarbeitern werden die Anträge in den Fachreferaten bearbeitet, die Gutachter dafür benannt, Wissenschaftler im Vorfeld beraten. Hier wird verhandelt, ermutigt, erläutert, manchmal auch getröstet. Hier laufen viele Fäden zusammen. Denn Sie müssen genau Rechenschaft legen und es wird alles nachkontrolliert. Die letzte Entscheidung über die Finanzierung von Forschungsprojekten trifft der Hauptausschuss. Die Aktenberge, die dieses wichtige Gremium etwa alle 6 Wochen bewältigt, sind manchmal kaum mehr zu übersehen. Fast 3/4 der DFG-Mittel werden für Personalkosten ausgegeben, der größte Teil davon für junge Wissenschaftler. Die 37 Mitglieder des Hauptausschusses, 19 Wissenschaftler, je 8 Vertreter von Bund und Ländern und 2 vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, sind außerdem zuständig für alle prinzipiellen Angelegenheiten der Forschungsfinanzierung durch die DFG. Wie in allen Gremien haben die Wissenschaftler auch hier die Mehrheit. Mit modernster Lasertechnik arbeiten in Aachen Wissenschaftler im Sonderforschungsbereich motorische Verbrennung daran, die komplexen Vorgänge in Motoren sichtbar zu machen. Die DFG hat diesen Sonderforschungsbereich seit 1984 mit rund 25 Millionen Mark gefördert. Hier sind besonders viele Nachwuchswissenschaftler beschäftigt. Seit über 100 Jahren werden Autos gebaut. Doch was letztlich während der Einspritzung und Verbrennung des Kraftstoffes im Motor geschieht, ist bis heute nicht vollständig bekannt. Am Aachener Lehrstuhl für angewandte Thermodynamik arbeiten an 25 Prüfständen junge Maschinenbauer und Ingenieure an der Lösung dieser Fragen. Grundlagenforschung im Nachgang zur Anwendung. Die Automobilindustrie hat ein reges Interesse an dieser Universitätsforschung, vergibt zum Beispiel Prüfaufträge. Dabei geht es um die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs, des Schadstoffausstoßes und der Geräuschemission der Motoren. Ein Ottomotor, 4 Zylinder, seriennah. Mithilfe optischer Messtechniken wird hier der Prozess der Gemischbildung und seinen Einfluss auf die Stickoxidbildung im Motor untersucht. Dem Kraftstoff wird ein Farbstoff zugemischt, der durch das Licht eines UV-Lasers angeregt wird. So wird die Verteilung des Kraftstoffes im Brennraum sichtbar. An einem weiteren Prüfstand werden in einer Modellbrennkammer Untersuchungen zur dieselmotorischen Einspritzung und Verbrennung durchgeführt. Strengere Abgasvorschriften machen es erforderlich, die Schadstoffbildung schon während des Verbrennungsvorganges zu untersuchen und Zusammenhänge zur Einspritzung und Gemischbildung aufzuzeigen. Seit 9 Jahren wird dieser Prüfstand betrieben
Er wurde eigens für den Sonderforschungsbereich entwickelt. In der Einspritzkammer werden dieselmotorische Bedingungen simuliert und mit Lasern sichtbar gemacht. Grundlagenforschung betrieben, die dem Umweltschutz dient. Die Hochgeschwindigkeitskamera zeigt deutlich die Strahlausbreitung und Verbrennung eines Einspritzstrahls. Auch der Aachener Sonderforschungsbereich ist im mehr als 1000 Seiten starken Jahresbericht erfasst, den das Kuratorium an die Mitgliederversammlung weiterleitet. Das Kuratorium kontrolliert außerdem die Geschäftsführung von Vorstand und Präsidium. Der Senat ist das wissenschaftspolitische Gremium der DFG. Er setzt Akzente in der Forschungsplanung durch die Einrichtung von Schwerpunktprogrammen und entscheidet auch über die sogenannten Hilfseinrichtungen der Forschung, wie hier das 1986 in Betrieb genommene Forschungsschiff Meteor. Der Senat berät außerdem Parlamente und Behörden in wissenschaftlichen Fragen, wie zum Beispiel dem Arbeitsschutz, und nimmt die Interessen der deutschen Forschung im Verhältnis zur ausländischen Wissenschaft wahr. Forschung ist heute international. Die DFG unterhält Abkommen mit Partnerorganisationen in 35 anderen europäischen Ländern sowie 18 Ländern in Übersee. Die guten Beziehungen zum aufstrebenden Wissenschaftsland Korea bestehen über die Korea Science and Engineering Foundation, KOSEF, schon seit 1977. Die Aufnahme ganz alleine. Wir sind diejenigen, der Vorstand besteht aus dem hauptamtlich auf Amtsperioden von jeweils 3 Jahren gewählten Präsidenten und dem Generalsekretär, der an der Spitze der Geschäftsstelle steht. Das Präsidium setzt sich zusammen aus dem Präsidenten und 8 ehrenamtlichen Vizepräsidenten aus den wichtigsten Fachrichtungen sowie dem Vorsitzenden des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft. Alle Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung werden im Präsidium beraten. Es ist verantwortlich für die Führung der laufenden Geschäfte. Hier werden forschungspolitische Stellungnahmen verabschiedet, Expertengruppen eingesetzt, die die Politik beraten. Das Präsidium pflegt auch selbst den Kontakt zur Politik und Wirtschaft. Der Präsident repräsentiert die DFG nach innen und außen und führt den Vorsitz in den Gremien. Zurück zum Förderprogramm mit einem Beispiel aus den Geisteswissenschaften. Kinderbücher vermutet man hinter diesen ehrwürdigen Buchdeckeln kaum. Und doch sind hier in der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendliteraturforschung an der Universität Köln Tausende von Kinderbüchern aus der Zeit vom 15. Jahrhundert bis in die Mitte unseres Jahrhunderts im Original oder auf Mikrofilm gesammelt. Seit der Mitte der 70er Jahre arbeiten Wissenschaftler hier an einer Handbuchreihe zur Kinder- und Jugendliteratur. 3 Bände sind erschienen, der 4. ist in Arbeit. Die DFG hat dieses Vorhaben im Normalverfahren bislang mit knapp 2 Millionen Mark gefördert. Damit sind mehr als 300 Jahre Kinder- und Jugendliteratur gesammelt, erschlossen und klassifiziert. Eine einmalige und unschätzbare Quelle für literaturwissenschaftliche, sozial- und kulturgeschichtliche Grundlagenforschung. Diese Waschszene aus einem Kinderbuch des frühen 19. Jahrhunderts zum Beispiel lässt unmissverständlich ein bestimmtes pädagogisch orientiertes Kindheitsbild erkennen. Den Kleinen wird der Wert der Alltagstugenden von Reinlichkeit und Ordnung nahegebracht. Anders rund 100 Jahre später, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In der Hochzeit der sogenannten Kunsterziehungsbewegung wollten märchenhaft fantastische Erzählungen kindgerechte, aber künstlerisch anspruchsvolle Unterhaltung bieten. Kindertümlichkeit war das Stichwort. Ein Prachtstück der Kölner Sammlung. Georg Rollenhagens Der Froschmäuseler,
Magdeburg 1596. Froschmäuseler ist ein Tierepos. Der Krieg zwischen Fröschen und Mäusen symbolisiert politische Lehre und Lebenslehre. Dieses Buch ist für die männlichen Jugendlichen einer privilegierten bürgerlichen Schicht mit hohem sozialen Ansehen verfasst, wie die Wissenschaftler herausfanden. Wie alle Kostbarkeiten der Sammlung ist auch dieses Werk mikroverfilmt. Hier wird einer der Holzschnitte kopiert, der zur Veröffentlichung im Handbuch vorgesehen ist. Der Holzschnitt bildet ein dreistöckiges Haus ab und soll logisches Denken und richtiges Handeln visualisieren, das sich auf die Verbindung von Verstand und Gefühl stützt. Ein ausführliches Kapitel des Handbuches befasst sich mit Inhalt, Lehre und Aufbau des Werkes, stellt den Froschmäusler in die Gattungstradition des komischen Epos und gibt Hinweise auf alle Ausgaben und Bearbeitungen. Für Kultur- und Sozialhistoriker, aber auch einfach für Kinderbuchliebhaber, sind die Handbücher eine unersetzliche Fundgrube. Heute findet die Mitgliederversammlung nicht mehr an einem Tisch Platz wie hier 1929. So wie die Universität Bonn sind 60 Hochschulen und 13 andere Forschungseinrichtungen Mitglieder der DFG. Die Mitgliederversammlung ist das wichtigste Gremium. Sie bestimmt die Richtlinien für die Arbeit, wählt das Präsidium und den Senat. Das Observatorium auf dem Gornergrat bei Zermatt in den Schweizer Zentralalpen vor der einzigartigen Kulisse des Matterhorns. Hier beobachten Wissenschaftler der Universität Köln seit 1985 mithilfe dieses 3-Meter-Radioteleskops die Geburt der Sterne. Forschungsschwerpunkt bei diesem Beispiel aus den Naturwissenschaften ist die Untersuchung der physikalischen und chemischen Eigenschaften von Molekülwolken in der Milchstraße und in anderen Galaxien. Die bisherigen Messergebnisse unter den günstigen Wetterbedingungen auf 3200 Meter Höhe haben alle Erwartungen übertroffen. Das von den Kölner Physikern entworfene und selbst gebaute Teleskop ist ein Meisterwerk der Präzision. Es könnte eine brennende Kerze auf dem Mond nachweisen. Die DFG finanziert diesen Sonderforschungsbereich seit 1985 mit jährlich rund 2 Millionen Mark. Die Geburt junger Sterne in den interstellaren Wolken kann anhand der Spektrallinien von Molekülen und Atomen in vielen Einzelheiten verfolgt werden. Moleküle geben wie Atome elektromagnetische Strahlung mit charakteristischen Wellenlängen ab, wenn sie von einem Energiezustand in einen anderen übergehen. Sie wirken dann wie kleine Sender. Die Radiostrahlung wird von den interstellaren Gas- und Staubwolken weit weniger abgeschwächt als das sichtbare Licht. Mithilfe der Radioastronomie lassen sich daher auch unsichtbare Gebiete des Universums erforschen. Die meisten Moleküle im interstellaren Gas sind organische Kohlenstoffverbindungen, was die Vermutung nahelegt, dass es auch andernorts Leben im All gibt. Die Arbeit der Kölner Astrophysiker zeichnet sich dadurch aus, dass sie die im Weltall radioteleskopisch nachgewiesenen Moleküle in Köln unter Laborbedingungen testen und bestätigen, um Fehlanalysen zu vermeiden. Wir haben auch die Kalibration gemacht, die Empfängerraumtemperatur ist in Ordnung. Auch wenn es heute trüb ist, hier oben kann in der Regel an 250 Tagen im Jahr gemessen werden. Das Observatorium steht Astrophysikern aus aller Welt offen. Die speziell entwickelte, modernste Technik liefert nicht nur Erkenntnisse über den Weltraum. Sie kann auch zur Kontrolle und Registrierung von Umweltbedingungen beisteuern, so zur Überwachung der Luft- und Wasserverschmutzung oder zur Bodenerkundung. Willkommene und bedeutsame Nebeneffekte einer zweckfreien Grundlagenforschung, die zunächst nur eines im Sinn hat: einen weiteren Vorstoß in das Neuland der Erkenntnis. Solche Forschung auf allen Wissenschaftsgebieten mit oft unkonventionellen Ansätzen und langem Atem auch weiterhin fördern zu können,
bleibt das zentrale Anliegen der deutschen Forschungsgemeinschaft.